Let's fucking go! Jetzt geht's gleich in die Vergleiche. Ihr habt's gesehen. Ich bin sowas von ready, egal was da rauskommt heute. Boah, hat so Spaß gemacht da draußen. Unfassbar geiles Erlebnis. Ich lieb den Scheiß. Für euch habe ich extra Gas gegeben, nochmal draußen. Die Menge ist richtig abgegangen. Alter, wir kämpfen ganz vorne mit. I took a sneak peek. That picture of you. Yeah. Well, you look so good. Thank you. I was so happy. Appreciate it. I was like, it's gonna be a question. It's the best you've ever looked. I honestly think it's the best you've ever looked too. You know, and I think Mike looks really good. Fucking the picture. He looks fucking fair. Yeah. Dude, that's honestly the tightest. Like the guy's like so fucking good. I wish the open guys could compete at this time so they could be fucking dry. Because it's like 10 o'clock at night versus 10 o'clock in the morning. Nice to get in the space. Yeah. Instead of fucking having to eat all day and then fucking show up on stage at 10 p.m. I think we stay in classic. I think the open should come on after the classic. Yeah. That's what they should do. German bass. Yeah. I got a little Austrian in my blood. What? My mom's last name is Patrick. Oh fuck. Yeah. So that if I ask the bicep peak from Arnold. I just get that. Fuck yeah. That's double bicep. Pre-judging ist durch. Ich will mich emotional gerade noch zusammenreißen. Aber es geht um die Top 3. Ich könnte Mr. Olympia-Titel nach Hause holen. Heute Abend. Deswegen wird ein geiles Battle. Ich bin sowas von heiß und ich bin mit der Leistung sowas von abartig zufrieden und bin jetzt gespannt, wie es heute Abend weitergeht. In diesem Sinne, Grüße gehen raus. Was machst du jetzt? Jetzt gehe ich erstmal Backstage, pack mein Zeug, gebe erstmal Alicia und Stefan einen dicken Kuss und dann geht's ab zum ESN-Stand. Dort ein bisschen die Bühne rocken, nach Hause abduschen, nochmal eine Farbschicht machen und heute Abend komplett auseinandernehmen. Crazy. Congratulations, man. Oh, amazing. Incredible. Now jetzt zu Alicia, Alter. Ich musste dir. Du hast den besten Rücken im Sport. Ja, was haben wir gemacht, Alter?
versichern. Alles Beste. Junge, wir können das Ding heute nach Hause zerrissen. Wirklich der Beste. Wirklich der Beste. Ich bin dann voll der Gerne. I told you I saw you back there. I told you. I throw. Junge, wie hat das Tenning gezogen, Alter? Die Frau ist eine Künstlerin. Also Karl-Heinz, Opa, liebe Grüße an dich. Deine Enkelin kann malen. Jetzt wird hier mal der ESN-Stand aufgemischt. Prachtvoll. Wir haben unsere prachtvollen Mädels da und eine Menge Leute und für die sind wir jetzt da hier. Shadow Mode hat eingedonnert. Das würde ich auch sagen. Aber ich bin Cloud 9 aktuell. Aber ja, Final Callout, das ist das, was ich mir die letzten 2 Jahre immer erarbeiten wollte. Und jetzt habe ich es geschafft. Also von dem her, würde sagen, Finals tonight, baby. Bear Army, was soll ich sagen? Prejudging ist durch. Ich habe mich kurz abgeduscht, habe mir mein nächstes Meal ready gemacht. Der gute alte Reispudding zum Nachladen sozusagen. Und ja, leg mich dann gleich hin, chill noch eine Runde, leg die Beine hoch, entspann mich und penn. Und dann gibt es nochmal eine Farbschicht und dann geht's ab ins Finale heute Abend. Ey. Ja, mir fehlen die Worte, aber manchmal braucht es die auch nicht. Und jetzt geht's ab zu den Finals. Jetzt auf der großen Bühne im Vergleich zu heute Morgen beim Prejudging. Auf der Expo-Bühne stehen wir jetzt. Schon mal viel Spaß mit den Finals und drückt mir die Daumen. Ich werde wahrscheinlich Döner essen gehen müssen. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mich hat's nicht abgefuckt.
Aber so ist es in dem Sport. Und an der Stelle Mike Sommerfeld. Ey. Wirklich geil abgeliefert. Sich auf jeden Fall nochmal geschlagen. Mike, den Döner spendiere ich dir. Gehe ich sogar gern mit dir essen nach der Leistung. Aber ich habe ein Jahr und ich komme auf jeden Fall wieder, Baby, um zu holen, was mir zusteht. Gentlemen, for the title, pose down! The third place award, the Olympia bronze medal, the third place check, and presented to Urs Kalasinski. Good job, baby. Schwein. Liebe dich. Alles ist gut. Was ist los? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es gemeinsam durchgezogen. So Leute, wir sind raus aus dem Wettkampfgeschehen. Wir haben es kurz vor 11, wir gehen heim, duschen ab, gehen dann zur ESN-Veranstaltung anschließend vom Olympia. Tränen der Freude, Tränen der Emotionen, Alice, ja, du bist einfach mein Engel, ohne dich, wie gesagt, wär's das alles gar nicht wert. Ist viel mehr als das Ganze und mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, merkt ihr einfach, wir wollten aber einfach trotzdem jetzt so draufhalten. Ja, das war's jetzt mit Vegas schon. Ja, einfach super schnell die Zeit wieder vergangen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Content. Ich werde mich ausschließlich nochmal bei euch melden, mit dem ganzen Revue passieren lassen. Das muss jetzt erstmal stattfinden. Ich muss das Ganze ein bisschen sacken lassen, beziehungsweise wir und wir sehen uns dann aber auf jeden Fall auf dem nächsten YouTube-Video wieder. Wir sagen Tschüss aus Vegas. Ich bedanke mich für die ganze Unterstützung. Ich meine, ohne euch Zuschauern wäre das Ganze nur, ja, nur eine Sache unter uns. Ich würde den Sport trotzdem machen und lieben, aber mit so einer Unterstützung im Rücken, ja, macht man das dann doch auch noch gerne und nimmt euch dann über die ganze Journey mit. Wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig. Wir haben noch einen Job zu finishen. In diesem Sinne sage ich aber aus tiefstem Herzen danke für die Unterstützung und bis bald, euer Bär aus Vegas. Ciao.